So, herzlich willkommen zum vierten Let's Play von Lego Hobbit. Das zweite heute, ausnahmsweise mal. Ja. Hallöchen. Los geht's. Laden. Auch wenn man das hier nicht sieht, 8,5% sind es schon, das sieht man aber nicht. Und zack. Okay. Gewalt. Ja, wir wissen, dass man da wechseln kann. Ah ja. Habe ich mir noch gedacht im zweiten. Und los geht's. Ja. Ja, wir nehmen mal einen anderen. Genau. Halt, ich schreibe den falschen. Du möchtest Carrie King. Ja. Nee, okay, hau mir nicht ab. Ja, jetzt habe ich ihn. Mein Lieblingsspiel natürlich lieber. Jo, was war das denn eben? Da war ein Double gewesen wohl. Voll die Fälschung war das. Ja, du meinst den Zwerg, den ich eben auseinandergenommen hab? Ja, das war Ivan Scott war das. Den da gerade auseinandergenommen hab. Ups, wollte ich gar nicht. Ja, dann nimm lieber den komischen Kasper auseinander. Ne, wir haben den, doch. Dahinter dir, der in Rot, den Kasper kannst du auseinandernehmen. Du meinst Bilbo? Ach, nö. Ja. Und zack, renn damit. Ab ins Wasser. Die Säule war nicht sauber. Ja. Boah, alle Zerpletten hier. Boah, au. Ist das ein Kerl oder ein Weib? Also, nee. Das dreh dich mal um. Hat der jetzt schon Brüste bekommen? Du siehst ja das lange Haar, nicht wahr? Zeig mal den Poser hier, mal gucken, wo der ist. Da. Boah, was ist denn das für ein Poser, ey? Lass mal bloß mal einen Bart wachsen, ey. Und kürz deine Haare. Ja, mach dir eine schöne Glatze da draußen, hast du mehr von, ey. Der Janisch, ey, ohne Bart rumzulaufen hier. Was willst du? Wenn du zu den Trollhöhlen möchtest, muss ich enttäuschen. Ich wollte die Brücke reparieren, aber am besten treffen, habe ich den Unfall reicht. Tollpatsch. Wenn du es sehr ehrlich hast, kannst du die Brücke vielleicht selber fertig machen? Typisch Hip-Hop-Kasper, das sind die immer. Nee. Ja. Was ist denn Ivan Scott jetzt sein? An dem sind wir schon vorbei. Das war ein Zwerg, der einfach in der Gegend rumstand. Glaube ich zumindest, dass es ein Zwerg war. Ja. Oh, was ist das? Brücke. Ah, die kleine Ecke, die ist unten links. Die Ecke, die ist oben. Na, ja. Baut weiter. Zack, 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 zack. Wie die Meisterbauer. Ja. Ah, ein glatter oben, der. Ganz oben. Was war? Den ich, der von mir markiert war. Jo, ah, das Teil. Für das Licht. Ah, der kleine Runde ist das. Der oben. Der lange links. Ich nehme nur den, der immer auf 12 Uhr ist. Und zack. Brücke fertig. 11.000 diesmal, cool. Sogar 1.000 mehr als vorhin. Ja, und rennen mit der Katze, ey. Hier sah das wie ein Kinderspiel aus. Jetzt ist mir alles noch peinlicher. Mann, gegen Kindergarten, melk dich da aus. Genau. Quarknes Melkgesicht. Ich wurde im Voraus bezahlt. Es ist nur fair, dass mir nicht...
Danke. Tollpatsch, Tollpatsch, Tollpatsch. So, das war's. Also, dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Stimmt. Ja. Für das Gequake. Ja. Ah, ja. Das ist die Demo. Das ist der Demo-Level, sicher? Ja. Sieht jedenfalls so aus. Das scheint mir das zu sein, wo sie uns essen wollen. Na, ich weiß nicht. Da hatte man. Boah, voll die Kommunes Eule. Na, ob das so empfehlenswert ist? Der Totenkopf lässt mir zu wünschen übrig. Ja. Bilbo, wo sind deine Goldringe? Hä, wie mein? Solltest du dir den mal aus dem Schicksalsberg mal holen. Ach so. Aber es zieht ein paar mehr an. Und dann noch ein Peace-Zeichen, so wie der aussieht, ey. Ja, und dir lässt euch mal einen dickeren Bart wachsen. Besonders der mit dem 3-Tage-Bart hier. Ja. Ihr seht alle aus wie Kasper, ey. Der einzig wahre Truhe. Ja, zwei Geile hinter den Armen. Unter. Müssen das nicht zwei Schweine sein, normalerweise im Original? Ja, du spielst auf Obelix von Asterix und Obelix an, wa? Ja, geblieben. Ja, der Typ mit seinem blonden Bart sieht wirklich aus wie ein Kasper. Ja, da, ja. Ja. Ihr seid froh, dass ihr überhaupt was zu essen habt. Oh, ich hab den blonden Bart. Den will ich nicht. Dann nimm den schwarzen. Ja. Vor allem wird das Philipp bewaffnet. Guck mal, wie der Daumen weit abschießen kann. Nee. Da muss aber auch was sein. Jo, das merkt man auch nicht, dass hier alles zerlegt wird hier. Ja, ich hasse so eine Schleichsachen. Und wie siehst du das? Na, dabei ist es nicht gerade Schleichen hier. Bei im Metal-Bereich, da schleicht man nicht, da macht man Party. Wenn das der Banger sehen würde, dann. Der würde hier sofort Party machen. Ist das eine TNT-Zünder? Mal gleich mal austesten. Ne, lieber noch nicht. Ich will das Gold jetzt mal haben. Upsala. Jo. Da ist nix. Material in Goldbarren. Lecker. Da ist noch einer. Schade, wir haben nur einen Mittler gerade hier. Und der Rest ist alles nur Poser hier. Der Pop-Kasper. Ja. Obwohl der Bart von dem schwarzen Bärtigen ja auch nur 3-Tage-Bart ist. Der den ich trage. Ja. Der den ich steuere gerade, ja. Ey, was für Teile? Die stinkigen Teile mag ich nicht. Ach so. Ja, aber schmeckt doch immer geil, oder? Keine Ahnung. An das Gold komme ich, an den Waren komme ich leider nicht dran. Aha, reichen ja aus die Kraft. Na klar. Hat ihn nicht gemerkt, war nur eine Mücke. Könnte man meinen. Ja. Na, Angel. Hol mal Bilbo. Ah, das Licht. Da muss man aufpassen, dass er Licht. Mal gucken, ob ich was mit der Angel machen kann. Ja, warum? Das kann man ja aus der Ringe, stimmt's? Ja.
Nee, den will ich nicht, der sieht mir hässlich aus. Schon wieder eine Mücke. Hände, einen Fisch halt in Hand, wo er auch. Und wir haben überlegen, wo ich den hinmachen muss. Hä, ja, halt den Fisch jetzt? Ne, der hat dann. Ne? Der liegt da bei Bilbo, das war aufgeschossen. Das haben wir ja gerade abgelenkt, ja. Ah, wir können ja gerade nicht springen, das ist das Problem. Nee. Und wenn wir es versuchen, dann rollen wir. Krabi? Ja, eine Krabbe. Muss ja irgendwo hingeworfen werden. Aber wo? Blub. Falltreffer. Nein, ich will da nicht rein, ich will da nicht. Puh. Ihr wollt eine Abwechslung haben, jetzt habt ihr Abwechslung. Genau, habt ihr Meeresfrüchte. Ja. Ob das für euch reicht? Ich weiß. Euch die jene Krabbe da. Ihr müsst sowieso abnehmen, also. Ihr seid zu fett. Ah, die Zwölle brauchen wir immer. Hä? Da! Also, der Rumnagel. Hat ihr den schon mit der Zwölle gehabt? Zack. Raus, Hattehü. Ja, Futter haut ab. Und das kriegen sie noch nicht mal mit. Ja. Naja, Trolle. Trolle. Naja, es sind Trolle und du weißt ja, die sind nicht gerade schlau. Ja. Ja, könnt ihr auch was anderes essen? Sei dann mit der Krabbe erstmal zufrieden. Genau. Ihr braucht hier kein Mastofanten zu essen. Jetzt müssen wir das weiße Pferdchen freilassen. Ob er denn im Ernst hat? Weiß ich auch nicht. Ah ja. Da ist einer. Du, der Schwarze. Na, irgendwie kriegt er nicht. Ja, aber ich Achso, du hast den. Nee, da brauchen wir irgendwie jemanden mit einem Seil. Upsala. Hey, was? Muss man das liegen lassen. Wir haben gerade keinen mit dem Seil. Ja. Erkältete Troller sind das. Ach, einmal speichern. Ah ne, das ist ein Weg, Dings. Verwende eine Schaufel wie oh, ne, der zum trägt. Beispiel trägt, um in Leo Erde zu graben. Der mit dem blonden Bart? Halte dafür Kreis. Der blonde Bart. Dein Geist ist auf Blackbeard. Müsste eigentlich bei mir stehen, auch wenn das nur ein 3 Tage Bart ist. Ja. Blub. Was war das denn eben? Lebt die Krabbe etwa noch? Die ist noch nicht gut Deutsch. Na, wie auch immer, jedenfalls. Das ist ein Holz. Lecker, 4 Stück. Ah, da brauchen wir wieder eine Zwille, so wie es aussieht. Ja, und den hast du gerade, glaube ich sogar. Ich glaube, den Typen hast du sogar. Ja. Ja, hast du. Na, dann schieß mal dagegen. Ja, und raus mit euch. Raus mit dir, Pferdchen. Und pass auf, wo du hin läufst. Jo. Ein scharfes Schaf. Sieht gefährlich aus. Ja. Und mir scheint, Bilbo will sich das gerade schnappen. Ja. Na, schmeckt die Krabbe wenigstens? Die Krabbensuppe. Ja.
Ah ja, jetzt kommt das mit dem Gerecht. Hier runter. Ah, oh, Taco! Oh, die ganze Intern-Gang. Ja, jetzt können wir wenigstens mal mein Carol King wiederholen. Wenn er dabei ist. Ah, den er jetzt über das fahren. Er steht zur Verfügung. Dann ja. Steht zur Verfügung. Nein. Ah, rennen bin ich jetzt. Ich glaube, den hast du sogar. Ja. Das war doch mal nicht die treue Welt, die Demo. Das war nämlich, wo wir gleich mit mehreren Treuen angefangen haben. Das war auch in einer Mine und nicht im Wald. Boah, der Typ soll sich bloß den Bart färben lassen, ey. Weil das Blonde passt zu ihm nicht. Ja, mit den langen Haaren, ja. Ich glaube, da brauchen wir den Zwerg mit dem Morgenstern. Mücken! Katapult! Ah ja, jetzt brauche ich den. Mückenstecher! Feuer! Das war eine Ente, oder? Keine Ahnung! Na, no, Hotshots nachgespielt, ja. Also, wir sind Kumpel angerannt. Also brauche ich jemanden, der hilft. Komm mal her, Carrie! Lass es metteln! Einer auf die Glocke. Lecker. Eingetopft. Der schmeckt jetzt auch, ne? Heute mal einen Troll probieren. Na? Viereck drücken. Du hast doch Carrie King. Ja. Merkt ihr das ja nicht, dass er gerade gebraten wird? Guck mal, ist er hier? Und ich spalte wieder das Gehirn, ey. Und noch einmal Metal Power. Damit spielt Strauß. Ja, und der eine grillt. Na, was willst du? Ärger. Auf jeden Fall will er Ärger. Ja, daneben gefeuert. Jo, und zack. Uah. Und einmal Metal Power, bitte. Komm her, Carrie. Uah, nimm das. Down. Ich schlag dir meine Gitarre im Gesicht. Es hat eine Puppe oder so, also reißt er nicht auseinander. Das sieht garantiert nicht aus wie eine Puppe, also. Das ist ein Nebendang. Ja, ich habe meine Gitarre weggepackt. Jo, und die Bärte stinken schon, ey. Eigentlich sollten die Bärte doch nach Bier stinken und nicht nach Verkohlten. Nach Gurke? Ja. Ah, Schleichparty ist wieder angesagt. Wir müssen Kellen. Wir müssen eine Kellen. Wir müssen eine Kellen. Stärker. Jo, sagt ja auch ja keiner. Ey, die sind so abgelenkt mit ihren Essen, ey, dass sie den ganzen Kraft nicht mitkriegen. Ich hole gleich eine E-Gitarre raus und dann. Ja. Ja. Nee, dafür brauchen wir den, der den Bogen hat. Und jo, das sieht aus, als wurde er eingebuddelt hier. Ja, wo, sieht so auch so aus. Ja, du hast ja zufällig den Schaufler. Ich glaube, das ist sogar der Bogenschütze. Ja. Der sieht aus, als wäre hier oben ein Vogel drauf gewesen bei dem.
Ja. Das sieht aus, er hat einen Vogel drauf gekackt, ey. Kack an seinem Bogen. Hab mir mal. Und Medikit, her damit. Hab mir mal den Bogen ausgeliehen. Ja, ausgeliehen. Der wurde gleich mal geklaut hier. Nee, der gehörte dem anderen, den ich vorhin gespielt habe. Hüpfender Bart. Eine Earthbank. 15 Steine. Können wir beides haben. 10 Seile. Und 20 Bretter. Boah, Bretter haben wir haufenweise. Mehr als genügend, wa? Ja. Ah ja. Die Sache schon wieder. Mal gucken, was jetzt kommt. Ah, eine Taschenlampe. So. Oder was auch immer es sein soll. Ja. Ein Dreier und links. Den Viereckigen, genau. Das Blatt. Fahren. Klack, 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 klack. Ah, eine Platte unten links. Genau die. Ein Stud. Ein Einzelstud. Was ist denn das jetzt da? Ah, der. Das Ding da. Der Glatter. Eine Kugelbahn, oh, 14.000! Wir werden immer besser. Klack! Meister D fertig. Kugel, Kugel, Kugel! Oh. Der was? Das Licht! Viel zu hell! Ja, spielt mal schön Statue. Aua! Vorsicht! Schraubzwinge gehabt. Jo, der Bart von Kerry King stinkt schon. Verkohlt. Und geschafft! Fertig. Klack. Hammelbraten. Der Tag soll euch treffen. Das war das, was ich vorhin gemacht habe. Naja, das war etwas kürzer, das Video jetzt. Wir werden sehen, wie lange es geworden ist. Und zwei Platinsteine. Messegeld. Ja. Klack. Level geschafft und den Meisterdieb geschafft. Klack. Ereignisse in Mittelerde freigeschalten. Das, wir lassen erstmal ganz viele Missionen kommen, dann können wir einen Let's Play machen, wo wir uns um die Sachen kümmern. Außer, also wie vorhin im Fall, ja, wenn alle wir auf dem Weg sind. Missionen auf dem Weg. Zack. Haben wir schon mal 10 Messiersteine. Zack. Das ist schon mal gut. Ja. On the move. On the story. Das könnt ihr noch sehen. Das haben sie ewig nicht getan. Eine dunklere Macht herrscht in der ganzen Welt des Landes. Bei Tageslicht dürfen sie nicht draußen sein. Das heißt, in der Nähe gibt es eine Höhle. Der
der mit dem Gehirnspalter. Ja. Hier mit dem Dreifachbart von Nightwatch. Ist der. Nachtwunsch. Ja. So.